Hi Friends, herzlich willkommen zurück. In meinem letzten Video hatte ich euch vorgeschlagen, dass ich einfach mal Dior Make-up teste. Das werden wir heute tun. Ihr könnt schon ein bisschen sehen, aber wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze sich verhält, wie es aussieht, was das Ganze kann, wir probieren alles so ein bisschen aus. Dann bleibt einfach dran, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und ich würde vorschlagen, los geht's. In meinem letzten Video hatte ich euch ja so ein Goodie-Bag-Haul gemacht und da waren einige Produkte von Dior drin. Und ich habe euch gefragt, ob ihr darauf Lust hättet, ob ich vielleicht nicht einfach mal so ein, nicht ein Full Face of Dior, aber einfach mal Dior Make-up zu testen. Habe ich noch nie gemacht. Die Sachen sind ziemlich, ziemlich teuer. Ich habe hier eigentlich nur Proben und wir probieren es trotzdem einmal aus. Ich habe noch gar nichts im Gesicht, denn ich habe hier einmal dieses Heftchen oder so ein Probenset mit verschiedenen Proben. Zwei habe ich schon benutzt und die waren ziemlich gut. Es war einmal so ein Glow Booster mit Vitamin C und ein Lift Sculptor mit Polyphenolen. Und wir haben hier noch einmal einen Matte Maximizer, einen Plump Filler und ein Anti-Redness Produkt. Und ich würde jetzt tatsächlich mal eher so ein bisschen als Feuchtigkeitscreme in diesen Plump Filler gehen. Das sind so kleine Kapseln, die man hier oben einfach aufbricht. Kommt schon raus. Und dann habt ihr hier einfach so eine Flüssigkeit in der Hand und die würde ich mir jetzt einfach mal im Gesicht verteilen. Einfach schon mal, um so ein bisschen mein Gesicht mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das riecht gut. Also die Dior-Produkte riechen extrem gut. Sie riechen so ein bisschen nach Luxuskosmetik, aber im Vergleich zum Coty Airspun nicht so stark und auch nicht so penetrant. Also es ist ein ganz, ganz leichter Geruch, der auch schnell wieder verfliegt. Ich finde, dass das tatsächlich schon ausreichen sollte. Da ich ja recht trockene Haut habe, glaube ich nicht, dass wir diesen Matte Maximizer ausprobieren sollten. Aber wir wollen Foundations ausprobieren. Und ich hatte mich geirrt in dem Haul. Ich hatte verschiedene Proben von der Dior Forever Skin Undercover drin. Und zwar einmal die 020 und die 030. Und ich würde vorschlagen, wir swatchen einfach mal beide direkt im Gesicht. Weil die Foundation, die ich von Urban Decay gekauft hatte, die war gar nichts und das war mir absolut eine Lehre, dass ich nie wieder Foundations kaufe, wenn ich sie nicht zu Hause in meinem Studiolicht, im Tageslicht getestet habe. Deswegen probiere ich die auch wieder. Deswegen probieren wir jetzt erstmal die 020 aus. Das ist diese hier. Sieht ein bisschen hell aus jetzt. Und die 030. Und die sieht sehr, sehr dunkel aus, zumindest in der Flasche. Ich glaube, die ist zu dunkel. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal zu mischen. Vielleicht haben wir dann die perfekte Farbe drin. Verschwörungstheorie. Wenn ich die 020 und die 30 mische, habe ich dann die 025. Und das wäre die 25 wahrscheinlich, beziehungsweise beide gemischt. Ich finde, die Farbe sieht gar nicht schlecht aus. Ich werde ein bisschen mehr von der 020 als von der 030 reingeben. Einfach, dass wir wirklich eine gute Mischung haben. Und das Ganze wieder ab. Nehme nochmal so ein bisschen von diesem Primer. Würde mir dann wieder auf meinem Deckelchen hier die Foundation passend anmischen. Ich hatte gesagt, ich mache ein bisschen mehr 020 drauf. Ich weiß nicht, wie viel man davon braucht. Wir mischen einfach mal so ein bisschen. Ich habe jetzt hier beide Kleckse mit drauf. Nehme mir dann einfach so einen Pinsel und mische das. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde vorschlagen, wir tragen das Ganze einfach mal auf. Ich bin ziemlich gespannt, denn Undercover Foundation, finde ich, klingt immer so ein bisschen nach ganz leicht, aber die hat tatsächlich eine extrem hohe Deckkraft. Deswegen bin ich gespannt. Ich probiere hier erstmal meine Augenbraue so ein bisschen auszuschneiden und dann gehen wir einfach mit dem Ebelin-Schwamm rein und verblenden das Ganze. Also sie lässt sich recht gut verblenden, finde ich. Sie trocknet auch ein bisschen schneller an. Sie sieht jetzt wieder ein bisschen hell aus. Vielleicht dunkelt sie aber noch ein bisschen nach. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Mischverhältnis. Aber ich glaube, das versteht ihr, dass man jetzt nicht die perfekte Farbe aus zwei Proben hinkriegt, die beide nicht passen. So, die halbe Seite ist drauf und ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus. Ich mache nochmal die andere Seite. Ich habe ja noch ein bisschen Foundation drauf. Und wenn ich so Foundations anmische, normalerweise schneide ich ja die Augenbrauen aus. Dann nehme ich einfach immer so einen Pinsel, mit dem ich auch gemischt habe. Und kann dann hier die Augenbraue oben einfach schon mal so ein bisschen ausschneiden. Dann habt ihr im Prinzip denselben Effekt wie von dem, wenn ihr das mit Concealer macht. Und ich finde auch im Vergleich zur Estee Lauder, die muss man ja wirklich extrem lange einarbeiten, weil sie auch nicht so schnell antrocknet. Geht das hier tatsächlich schnell? Man muss sie einarbeiten, natürlich gut verblenden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Stunde lang verblenden muss, dass es einfach wirklich ebenmäßig ist. Und ich habe jetzt wirklich nur so ein kleines Würstchen, also ich würde mal sagen, das war ein Pumpkopf von der 020 und ein halber von der 030 und
Mein Gesicht ist voll und hier ist immer noch ein bisschen was drauf. So, Foundation ist einmal verteilt. Ich hole mir mal wieder einen Spiegel und schaue mal das Ganze von nahem an. Von weitem zumindest. Gar nicht schlecht. Also was mir natürlich sofort auffällt ist, sie ist matt. Demnach trocknet sie auch schnell. Und ich kriege hier vom Sprechen seit neuestem so eine ganz, ganz kleine Falte. Nichts Schlimmes. Aber ich finde, da hat sie sich so ganz leicht abgesetzt und in den Augen Falten. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie halt wirklich matt ist und auch sehr, sehr schnell angetrocknet ist. Ansonsten vom Hautbild, ich finde, es sieht nicht aus, als hätte ich Foundation drauf, oder? Also, ihr habt ja das Ergebnis vorher gesehen. Ich bin natürlich ein bisschen dunkler und so ein bisschen Discoloration-mäßig unterwegs gewesen. Aber so, finde ich, sieht es tatsächlich aus, als hätte ich keine Foundation drauf. Es ist alles nur ein bisschen ebenmäßiger. Man sieht meine Augenringe natürlich noch durch. Aber ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön und sieht nicht künstlich aus. Ich würde jetzt mal mein Make-up halbwegs fertig machen, weil ich keine anderen Dior-Produkte habe. Bei der Mascara melde ich mich aber wieder. Und ich gebe euch dann ein kleines Feedback, wie meine Foundation sich so mit den anderen Produkten verhalten hat. So, ich habe mal alles fertig gemacht und bin nochmal ein Stückchen näher in die Kamera, dass ihr wirklich sehen könnt, wie das Ganze jetzt aussieht. Ja, das Ganze sieht noch ein bisschen trocken aus, finde ich. Aber ihr wisst, ich habe gebaked und ich bin dann nochmal mit meinem Too Faced Puder rübergegangen. Also das ist wirklich eigentlich, wenn ich es setze, dann eigentlich sehr, sehr ebenmäßig mit der Haut verschmilzt. Bis jetzt muss ich sagen, ist es die erste Medium Coverage Foundation, die ich hatte, die sich nicht anfühlt, als hätte ich irgendwas im Gesicht gehabt. Sie trocknet matt und bevor ich Concealer aufgegeben hatte, hatte ich nicht mal das Gefühl, dass ich das Ganze setten muss, weil sie halt sehr, sehr gut getrocknet ist. Und auch sehr, sehr ebenmäßig getrocknet ist und es absolut keine Fältchen oder keine Unebenheiten betont hat. Ich werde das Make-up jetzt fertig machen. Ich nehme noch meinen Bronzer. Konturiert habe ich schon ganz, ganz leicht. Ich wollte heute aber nicht so extrem viel machen und dann geht's weiter mit Mascara. Jetzt habe ich das Ganze einmal gesettet und ein bisschen aufgebronzt, einfach so ein bisschen an meinen eigentlichen Hautton angepasst. Und tatsächlich, wie ich es gesagt habe, ist das alles sehr, sehr ebenmäßig verschmolzen. Ich rutsche noch mal ein Stückchen näher an die Kamera. Also unter meinen Augen hat es natürlich ein bisschen gecreased. Ich habe den Make-up Revolution Concealer genommen und ich habe jetzt keine extra Feuchtigkeitscreme unter meine Augen gegeben. Also das ist eigentlich normal bei mir, dass es da so ein ganz, ganz leichte Fältchen schlägt. Ist jetzt nicht so schön, aber ansonsten finde ich das Hautbild wunderschön. Und es gefällt mir, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber tatsächlich tausendmal besser als das von Urban Decay. Und auch das Gefühl, wie sich die Foundation auf der Haut auftragen lässt und wie schnell es ging, das Ganze einarbeiten zu können, könnte es sein, dass das eine neue, nicht High Coverage, aber so Medium Coverage Lieblingsfoundation ist. Und das Ding ist, die kostet in der vollen Größe nur 39 Euro, wohingegen die von Urban Decay 37 kostet. Und mal ganz im Ernst, wenn ich ein tausendmal schöneres Ergebnis habe als von Urban Decay, dann gebe ich lieber gerne noch 2 Euro aus und habe dann eine von Dior, die wirklich extrem schön aussieht. Jetzt kommen wir aber zu den Augen. Ich hole die Kamera noch ein Stückchen näher ran, dass ihr auch wirklich den Unterschied sehen könnt. Ich hatte euch in dem Haul-Video ja dieses Produkt gezeigt. Das ist der Backstage Pros Triple Volume Plumping Lash Primer. Also auf Deutsch einfach ein Wimpernprimer, den ihr unter eure Mascara aufgebt. Ich lese vorher nochmal nach, was das Ganze können soll. Es soll 90% mehr curlen und 38% verlängern im Vergleich zu ungeschminkten Lashes. Also schauen wir das Ganze mal an. Ich würde vorschlagen, ich mache eine Seite mit und eine Seite ohne, dass es auch wirklich ja, einen guten Vergleich gibt. Ich werde vorher beide Seiten mit einer Wimpernzange curlen. Und eigentlich habe ich gar nicht so kurze Wimpern. Sie gehen halt bei mir so irgendwie so ganz nach vorne und ich glaube, dass meine Wimpernwelle ganz gut wäre. Schreibt mir mal bitte unbedingt in die Kommentare, falls ihr mit sowas schon Erfahrung gemacht habt, dass ich das einfach auch mal ausprobieren kann, weil ich finde, das nervt mich ein bisschen. Ich habe in dem Produkt jetzt hier 1,5 Milliliter drin und ihr habt ein extrem großes Bürstchen. Ich nehme an, das ist das Full-Size-Bürstchen. Und ich gehe damit einfach mal über meine Wimpern. Okay, jetzt hat es doch ein bisschen weiß gemacht. Aber ich verteile das Ganze mal noch so ein bisschen. Also man muss, ach doch, okay, es macht das Ganze natürlich weiß. Es war noch nicht ganz so viel Produkt vorne dran. Und auf der anderen Seite mache ich nichts. Auf der Seite, wo ich noch nichts drauf gemacht habe, nehme ich jetzt einfach meine absolute Lieblingsmascara. Das ist die Mega Lash Booster von Rival de Lupiang. Die ist super, super schön und die macht auch eigentlich extrem lange Wimpern, finde ich. Ich werde das jetzt mal auf der Seite machen, wo ich noch gar keine Mascara drauf habe. Und in der Zwischenzeit kann
die Dior Mascara so ein bisschen trocknen. Also so ist das Ergebnis, wenn ich nichts drunter habe. Und jetzt geben wir das Ganze einmal hier drüber. Ich hoffe, es wird nicht so klumpig. Weil das kann ich nämlich absolut nicht leiden. Also ich sehe tatsächlich einen Unterschied, aber ich finde, dass es die Wimpern so ein bisschen klumpiger gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied jetzt sehen könnt. Ich weiß nicht, wo ich hingucken muss, dass ihr es seht. Also es hat das auf jeden Fall verlängert. Aber ich finde, es ist halt klumpiger geworden. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Seite euch besser gefällt. Ob es die Seite ist mit dem Lash Primer oder die ohne. Mir gefällt die persönlich ohne besser. Ich gucke mal, dass ich das noch so ein bisschen aufgefächert kriege. Also sie hat die Wimpern schon deutlich verlängert. Aber ich finde halt nicht jetzt unbedingt so im Positiven. So Friends, mein Make-up ist einmal komplett fertig und kommen wir mal zu meinem Fazit. Wie eben schon gesagt, die Foundation ist schon echt gut. Ich bin mal gespannt, wie sie sich über den Tag verhält. Da würde ich euch bitten, folgt mir unbedingt auf Instagram. Da nehme ich euch nämlich heute den ganzen Tag, bevor dieses Video online geht, schon mit, dass ihr einfach sehen könnt, wie die Foundation funktioniert. Ich habe viel vor heute und ich glaube, dass das Ganze ziemlich gut ausgehen könnte. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir schauen in 2 Stunden nochmal rein. Aber bis jetzt fühlt sich das sehr, sehr gut an. Und es tut mir leid, dass ich jetzt so eine Foundation anpreisen muss, je nachdem, wie sie sich halt über den Tag verhält. Aber im Vergleich zur Urban Decay Foundation gefällt es mir jetzt schon einfach besser. Bei der Urban Decay, es war gut, sie hat lange gesessen, aber ich fand, ich habe einfach nicht gefühlt diese Konsistenz und wie sie sich auftragen lassen hat. Und das finde ich, ist sehr, sehr natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt nicht mal Concealer drunter gegeben hätte und ich habe jetzt einen wirklich krass deckenden Concealer drunter gegeben, dann wäre das ein ganz, ganz natürliches Make-up. Und der Preis ist hoch, den möchte ich gar nicht rechtfertigen, deswegen werde ich da auch tatsächlich überlegen, weil Team Günstmus muss ein bisschen überleben. Ansonsten den Lash Primer, mir gefällt es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich finde, es hat was gebracht, aber ich finde nicht zum Vorteil. Und ich würde mich von heute für euch verabschieden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Passt auf euch auf.